Ja, hallo, herzlich willkommen zurück bei Star Wars Fallen Order. Ich habe mein System ein bisschen geupgradet und jetzt hoffe ich, dass das so gut funktioniert. Wir müssten jetzt in 4K HDR 60p unterwegs sein. Ich weiß noch nicht, ob das so gut funktioniert. Ich musste mein Setup dafür ein bisschen anpassen. Aber das werden wir dann im Laufe dieser Folge erst einmal sehen. Und ich hoffe, dass das gut hinkommt. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Kann natürlich sein, dass ich eine Eingabeverzögerung habe, weil ich jetzt nicht mehr wie ursprünglich über die Bildschirmaufnahme gehe, sondern direkt aus der Quelle raus. Kannst du eigentlich nur ausweichen? Zu früh. Ich werde dich fangen, Jedi. Mehr! Gib mir mehr! Na komm. Stirb! Der Trick ist glücklicherweise kein großes Problem für mich. Dann wird man ja auch los. Schön. So. Das ist typische Wookiee-Architektur. Jetzt zeig mal hier. Aha. Was kommt jetzt? Schüler? Nein. Die neunte Schwester, oder? Wie hieß sie? Ja. Was ist das? Eine Baraka-Schrottratte spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Hä? Man will mich nicht mal attackieren? Oder schießt die jetzt auf mich? Okay. Eieiei. Oh, cool. Mach mal schneller. Ich verfolge dich. Oh, da muss ich springen gleich. Zack. Und nochmal. Zapper ab. So, Kuba. Festhalten! Nee. Wo will ich denn? Ach, da unten. Muss man erstmal wissen. Oha! Keine Kontrolle mehr. Oh nein. Yikes. Oh mein Gott, echt jetzt von hier oben wieder? Okay, aber es geht. Man muss halt ein bisschen warten, bis man springt tatsächlich. Okay, TIE Fighter haben wir hier auch. Schon ein cooles Spiel, muss man ja eigentlich sagen. Story hängt momentan ein bisschen, aber es macht Laune. Und es ist tatsächlich nicht ganz so schwer wie Dark Souls. Zumindest. Armes Vögelchen. Ah. Nicht so armes Vögelchen, das hat sich jetzt gerade den Was ist das für ein Ding? Falter geholt. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Muss ich selbst rausfinden.
Da vorne ist schon mal eine Kiste. Die sieht man auch relativ weit, also muss ich mir jetzt nicht Gedanken machen, dass ich da vorne irgendwo eine übersehen würde. Ich hoffe, ich kriege es tatsächlich langsam mal hin, dass man den Controller nicht ständig mit Klappern hört. Aber es ist halt meistens dann, wenn ich selber gerade quatsche, dann bleibt mit drauf. Das lässt sich nicht so sehr vermeiden. Dafür ist hoffentlich das Rauschen der PlayStation weg. Oh, das Material. Bronzium. Sollte sich theoretisch über die PS4 Pro ein wenig zumindest gelegt haben. Da vorne ist ein Echo. Oder? Nein, es ist ein Meditationskreis. Also theoretisch sollten die Farben jetzt viel schöner sein und die Auflösung deutlich besser. Ich kann es noch nicht genau sagen, weil ich die Aufnahme noch nicht gesehen habe. Vielleicht habe ich in der Einstellung was falsch. Was wissen wir dann, wenn ich diese Aufnahme, die Folge hier beendet habe? Gucken wir mal. So, wir haben noch nicht genug. Wir machen uns mal voll. Hier ist eh alles neu. Hier. Wieder Springchen. Und Explosivkäferchen. Zwei Springchen. Ja, super, ich freue mich. Ach, dich kann ich amüsieren, aber dich nicht. Na super. Drei Springchen, jetzt wird er aber. Und eine Schnecke. Da will ich ja jetzt mal nichts sagen, ne? Aber. Ich meine, das ist ordentlicher als eine Erfahrung, was ich da sausen lasse. Aber. Na. Das ist mir dann nicht wert. Oh, ich habe sogar einige Optionen. Da vorne ist auch noch eine Tür. Wandstrecke. B. Machen wir erstmal kurz die hier platt. Okay, okay. Das heißt, da ist jetzt großartig ja nichts. Da unten könnte natürlich noch was sein. Da kann ich mich aber von oben umgucken. Das kann ich ja so machen. Ich weiß nicht, ob das Spiel mir einfach nur mehrere Optionen geben möchte. Vorne kann ich lang, ich kann aber auch irgendwie da oben. Okay. Ja. Echo. In dem Baum. Mhm. Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Wettbewerb. Der Baum führte sie. Heiliger Baum. Das ist mehr als nur ein Baum. Er ist für den Planeten eine heilige Stätte. Er diente den Wookies als Orientierungshilfe. Weiß nicht, ob ich da einfach wieder runterspringen soll. Vielleicht ist es besser, wenn ich hier runtergehe. Meister Glitch. So. Da unten ist, glaube ich, nichts mehr. Ich sehe zumindest auch nichts irgendwie von Interesse. Keine Kiste oder so. Dann können wir weiter.
Da habe ich mich tatsächlich hitten lassen. Muss ich aber gucken, ob ich die vielleicht sogar so weit verbessern kann, dass sie mich mehr heilen. Kann ja auch sein. Dass ich nicht nur mehr Stimpacks kriege, sondern dass sie mich auch noch ein bisschen mehr heilen. Okay, hier ist wieder so eine Pflanze. Aber ich kann nur da vorne lang. Okay, dann muss ich vielleicht oben vorbei irgendwie. Okay, jetzt ein Stück klettern. Ich glaube, das ist jetzt auch noch nicht das. Ja, da kann ich gleich überspringen. Das Parade ADR 4K Spiel. Ich glaube, dass es tatsächlich welche gibt, die hübscher sind. Ich dachte mir, ich möchte mal langsam die Qualität. Das war nichts. Meines Kanals verbessern. Und auch wenn die Folgen entsprechend größer werden und die Dateien größer werden und das Rendern alles ein bisschen länger dauert, glaube ich, könnte das tatsächlich lohnenswert sein. Auch wenn nicht so viele schauen, aber für die paar, die schauen, glaube ich, ist das eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob er freundlich ist. Das hat die neunte Schwester ausgeschaltet. Riesiger Vogel. Nein, da wäre ich auch vorsichtig. Wow. Sieht aber gut aus. Sieht nett aus. Solange ich mich seinem Nest nicht nähere, vermutlich. Das ist die Federn von ihm? Okay. Taktische Sache, das. Was zur. Was passiert jetzt? Ist das eine Erinnerung? Ja. Steh auf. Neuer Versuch. Ich schaff's einfach nicht, Meister. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Doppelsprung, ja? Jedi-Salto. Ja, na endlich. Gut, komm jetzt her zu mir. Du schaffst das. Wir müssen nur immer wieder aufstehen, BD. Solange wir aufstehen, ist der Kampf nicht zu Ende. Oh, jetzt können wir. Jetzt bin ich wieder da, wo ich vor der Auslöschung war. Vor Meister T'Pols Tod. Ist das so? Irgendwie. Das sieht hoch aus. Sowas kann der jetzt? Tatsache. Krasse Nummer. Gut, wir meditieren natürlich wieder. Ich wusste ja, dass irgendwann der Doppelsprung kommen müsste. Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Gucken wir mal rein ins Fähigkeitsmenü. Was ist denn da neu gekommen? Da oben. Erhöht jeden Lichtschwertschaden. Ja, da wissen wir dann schon ganz klar, was wir als nächstes haben wollen. Spezialangriff aus, während er seinen Lichtschwerttyp wechselt. Na, ist jetzt nicht so interessant. Das ist ziemlich uninteressant an und für sich. Präzisionsausweichen, verlangsamen geringe Menge Macht generieren, ist gar nicht schlecht. Zusätzliches Leben, wenn er einen Stimbehälter benutzt. Wusste ich doch, dass das irgendwo kommt. Haben wir hier noch? Kraft der Freundschaft. Füllt deine Machtanzeige mit dem Stims auf. Greifmagnet. Kann die meisten Gegner heranziehen. Den wollte ich ja ursprünglich haben. Große Gegner zu Boden werfen. Verheerender Magnet. Okay, erstmal werden wir sämtlichen Lichtschwertschaden erhöhen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass uns noch der Weg nach links irgendwo offen steht. Und dann mehr heilen durch Stimpacks. Ich weiß nicht, was von beiden wichtiger ist, aber ich glaube, der Schaden. Gucken wir mal.
Gut, aber das sieht doch nett aus. Möchte ich dich ausruhen. So. Aha. Ich ahne es schon. Puiuiuiui. Boah, da bin ich aber fast zu weit geflogen. Dieses leuchtende Rot des Ponchos. Oh, das sieht nicht so aus, als wir es noch wirklich gut gehen. Verletzt. Können wir ihm helfen? Wenn er uns lässt, vielleicht. Torfuhl davor. Jetzt begreife ich. Der Baum verbindet den Kern des Planeten mit dem Himmel. Torful und Cordova. Hier haben sich alte Freunde getroffen, der Jedi Eno Cordova und der Wookiee-Häuptling Tarful. Sie hatten großen Respekt voreinander. So, den ersten haben wir. Den müssen wir blocken. Beste Wahl. Okay. Ja, das Echo zu lesen, während die Viecher da sind, war nicht das Klügste. Nein! Wow! Da können wir uns schon mal so ein bisschen vor Stürzen schützen. Eieiei, großer Baum soll mir das suggerieren, ja? Wussten wir schon. Das wussten wir tatsächlich schon. Warum habe ich das Gefühl, dass hier vielleicht etwas versteckt ist? Hier ist kein Seil. Warum? Ja, das soll einfach nur den Ast besser darstellen, okay. Schade. Hätte sich angeboten, aber da ist, soweit ich das sehen kann, nirgendwo ein Seil. Dann geht's jetzt darüber. Nee, diesmal ist da aber tatsächlich eine Kiste. Warum auch immer irgendjemand hier auf so einen Ast eine Kiste setzen würde. Da vorne ist ein Echo. Das macht schon wieder das mehr Sinn zumindest. Hey BD, siehst du mal an. Was ist das, BD? Euch Poncho. Preis Kashyyyk. Ganz schön hässlich. Nee, da bleibe ich lieber bei dem leuchtend roten. Das so einen schönen Kontrast bietet. Oha, dünner Ast. Ist die Kette? Ah, Wookiee, Munitionsgürtel. Das ist von einem Wookiee, der den Baum erkletterte. Eine Art Test. Initiationsritus. Wookiee-Krieger kletterten an diesen Baum im Rahmen eines Initiationsritus in schwindelnde Höhen. Ah, heißt das, ich bin dann ein Wookiee, wenn ich hier wieder runterkomme? Ja, nicht witzig, ich weiß. Da greift nichts mehr, dann können wir hier lang weiter. Okay. Ich möchte einmal da ganz oben drauf.
Moment. Hätte er auch da abspringen können. Das ist eine Waffe und das ist eine Kiste. Dem Affen traue ich noch nicht. Hey BD, siehst du mal an. Oh, du hast was gefunden. Outfit-Material. Outfit-Material? Ja, was man natürlich nicht sieht, weil ich einen Poncho anhabe. So, Outfit. Achso, dann bin ich gelb. Blau, blau, gelb. Ja, komm. Und den passenden Poncho. Nicht in gelb. Das Grüne sieht irgendwie kacke aus. Das passt so gar nicht. Nee. Eigentlich sieht das Rote gar nicht so schlecht dazu aus. Gelb zu gelb ist so blau. Das ist mir nicht rot genug. Das geht eigentlich sogar. Das ist mir ja schon jetzt viel geil. Ja, dann bleiben wir bei dem roten Poncho. Okay, jetzt sehen wir richtig bunt. Den kannst du scannen, ja? Ist mir auch ziemlich egal. Tach! Moin! Der Tach ist ein auf Bäumen lebender Primat auf dem Planeten Kashyyyk. Nicht selten suchen diese friedfertigen Kreaturen am Boden nach überreifen Früchten. Das ist, dann wohl eher sein Lebensraum und der Boden dann wirklich nur für Futter. Wenn man mal ein bisschen dumm ist. Diesen Ast hier hat auf jeden Fall einer hier aufgehängt. Es ist nicht so gewachsen. Ich muss einen Klon kriegen. Der Krieg endete hier nie. Alles, was wir getan haben, hatte es Bedeutung? Okay, Seile. Aber irgendwie. Ja, das scheint nicht. Das scheint nicht sein. Es sah kurz so aus, als hätte ich da unten irgendwie vielleicht was machen können, aber. Seile. Okay. Praktisch. Ah, okay. Wenn ich einen Doppelsprung mache, muss ich ja neu festhalten. Muss also hier tatsächlich jetzt langsamer drücken. Sonst habe ich immer wie ein Irrer gedrückt. Dann hat er immer schön einen Sprung nach dem nächsten gemacht. Das geht jetzt nicht mehr. Okay. Nächste Meditation. Irgendwann werde ich gegen die Schwester antreten müssen. Müsste hier irgendwo weit kommen. Ja, natürlich darfst du mich auffüllen. Wer hätte es gedacht? Kleine Wege sind nicht umsonst da. Er könnte der letzte seiner Art sein. Oh, der letzte Schiovogel. Die anderen sind längst tot. Das wäre schade. Dann hätte die neunte Schwester einiges auf dem Gewissen. Okay. Eieieiei. Ja, ich war von vornherein zu niedrig. Wenn ich so niedrig bin, geht das nicht. Von hier aus. Das sieht schon besser aus. Da war ich dann zu hoch und bin nicht an die Kante gekommen.
Boah, das kann doch nicht wahr sein. Brauche ich da jetzt mich mit Stimpaks wieder zu semmel? Machen wir es aber so wieder voll. Die werde ich nämlich wahrscheinlich für den Bosskampf brauchen, der da mit Sicherheit gleich auf uns wartet. Das war jetzt aber knapp. Gerade so geschafft. Armes Tierchen. Vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Alles gut. Ah. Ein Teil des Schiffs der 9. Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Stimpaks helfen das bei allen Kreaturen, egal wie groß, ja? Das war's. Wow. Ja, es war das Mindeste. Geovogel, Datenbank-Scan. Sie sind so selten, dass sie lange Zeit als Kreaturen aus dem Reich der Legenden galten. Aufgrund seines Körperbaus und seines Gefieders kann der Shio-Vogel über weite Strecken gleiten, ohne allzu viel Energie aufzuwenden. Da sich der Shio-Vogel seine Energie außerordentlich gut einteilt, verlässt er nur selten sein Nest. Experten vermuten, dass ein erwachsener Shio-Vogel nur einmal pro Woche jagt. Da sich Shio-Vögel von Slicks und Wishoks ernähren, gelten sie als Beschützer der Wookies und Froh-Shio-Wälder. Ein kurzer Blick auf einen Shio-Vogel ist ein seltener Glücksfall, der dem Betrachter Frieden garantiert. Und er hat sogar einen angefasst. Wurde von einem gerettet, vor allen Dingen. Jetzt ist er da vorne. Jetzt gucken wir uns ja erstmal ein Nest nochmal um. Ja, wobei es ist, glaube ich, kein Nest. Das ist. Warum wurde mir das auf der Karte nicht angezeigt? Tatatatatata. Hey, Moment, BD hatte da vorne noch was zu scannen. Ja, die Sprüche werden auch langsam nervig. Neue Mantis-Lackierung. Ja, scannen. Was ist das? Nie war ein Ausblick schöner als auf dem Wipfel dieses Baumes. Beim Klettern hatte ich Zeit zum Nachdenken. Es war der Wille der Macht, dass ich Bogano finde und jetzt hier bin. Vor mir liegt eine größere Reise. Welche Lackierung haben wir denn für die Mantis jetzt bekommen? Well. Greasy Kreuzer. Von Grease. Ah, ist doch wahrscheinlich seine Ursprungsfarbe, ja? Aber wir bleiben bei dem. Okay. Wie sieht's denn da zeitlich aus? Ja, wir gucken nochmal, was da vorne jetzt noch auf uns wartet. Folgen hier variieren ja in ihrer Länge. Ach, darf ich auf deinem Rücken? Du nimmst uns mit? Das ist aber sehr nett. So viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Das ist mir zu friedlich. Irgendwas passiert da noch. Das sieht echt cool aus.
Der Bauer. Läuft doch rum, als wär's ein Schiffsrumpf. Und hier hat was gefunden. Wir interagieren hier einmal. Lichtschwerthülse, Frieden und Gerechtigkeit. Oh, und eine Werkbank. Direkt, sehr gut. Können wir mal kurz gucken. Bleiben wir bei Orange, Grün, Blau? Wir bleiben bei Orange. Umbra-Kampagne. Frieden und Gerechtigkeit ist jetzt aber auch nicht so wirklich geil. Licht und Entschlossenheit. Eno Cordova. Magus. Ein paar fehlen noch. Da bleiben wir tatsächlich bei dem Umbra. Wenn man die wirklich nicht so schön findet. Licht und Entschlossenheit 2. Das passt sogar. Frieden und Gerechtigkeit. Mut und Weisheit. Wir bleiben bei Leidenschaft und Stärke. Material, das könnte vielleicht noch was Interessantes Neues dabei haben. Na, Gold auf keinen Fall. Urastahl, Grün, Kalium, Bronzium, Acetron. Na, gefällt mir nicht. Visianischer Schmelz mit Golden. Silvianisches Eisen. Das ist eigentlich ganz cool. Bin im Ceracode. Das war's. Ja, wow. Und wieder auf 2. Doppellichtschwert ist tatsächlich meiner Meinung nach effektiver. Suchst du was? Was suchst denn du? Der hier meldet. Ah, da vorne muss ich hin. Bin skeptisch. Irgendwo ist die neunte Schwester noch. Die wird nicht durch den Vogel besiegt worden sein. Es gefunden. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Datomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden, aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Dann wissen wir jetzt, wo ein Kujets Grab. Gut. Mehrere Einträge direkt. Bei seiner Reise nach Kashyyyk traf sich Cordova mit Häuptling Tarful, der ihm von einem alten Artefakt auf dem Ursprungsbaum erzählte. Cordova kletterte daraufhin auf den riesigen Ursprungsbaum und entdeckte dort eines der letzten Sepho-Astriums. Mit dem Astrium konnte er das Gewölbe auf Bogano öffnen und das Holocron darin verstecken. Sind wir schon so weit? Wir das können? Bin mir da nicht so sicher. Cordovas Reise. Mein Freund, nie war ein blaues so schön Astrium. Mein Freund, ich habe Astrium aus dem Ursprungsraum von Kashyyyk gefunden. Es ist der Schlüssel zum Gewölbe auf Bogano. Die dunkle Seite ließ mich auf Datum keins finden, aber die Macht eröffnet einen neuen Weg. Das waren also die mehreren Einträge. Ja, dann würde ich sagen, für die Folge soll es genügen. Die erste 4K-Folge, wenn alles gut gegangen ist. Deswegen geht es erstmal nur 35 Minuten in der Hoffnung, dass das tatsächlich alles gut gegangen ist. Und das werde ich jetzt mal überprüfen, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, euer Stöffel.